Frauenbrunnen. Was? 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 Das kann ja nicht sein, dass die Stage steht zur Debatte, nicht neutral zu sein. Ja, aber auch nur, wenn du PSC heißt. Und wenn du John Ash heißt. Wir sehen hier von Disney-Nose auf jeden Fall schönes Movement bislang. Ja, das stimmt. Das stimmt. Scheint auf jeden Fall... Das ist ein Schotte. Twitchy Nose ist ein Schotte? Entweder Schotte, Ihre und was halt United Kingdom. Fertig. Irgendwas, ja, aber Ihre ist ja nicht United Kingdom. Ja. Na, Norden schon. Ja. Oder? Also, ja. Aber es sind ja alles Terroristen. Als Ihre kenne ich nur Freunde. Oh mein Gott, schöne Double Decker Rail von KP und er holt den ersten Stock und wirft das Ditchface Hörner weg aus Ehre. Ich kenne eigentlich nur Fortune Cookie aus Irland. Du kennst bestimmt auch Shifting Shadows. Ne? Die waren beide mal in Berlin. Ganz genau. Auf Burning Calling 2010. Richtig. Die waren dabei, aber nicht in meinem Pool. Dabei, aber nicht dabei. Ich glaube, Shifting Shadows. Ey Leute, wir können ja ziehen. Ja, wir können das ja. Okay, und. Wir sind kein Stevo. Es ist KP, holt hier schön viele Prozente. KP beweist seinen Lokalmatador-Titel hier sehr, sehr deutlich. Oh, aber sehr, sehr schön. Und schöne da kommt die Mac Ariel mit dem Sweet Spot oder Tipper oder wie man es nennt bei Marv. So, random Comment am Rande. Ist euch aufgefallen, dass Lee, Phil und Nick gleichzeitig im Meltdown teilnehmen? Oh mein Gott! Ich glaube, Phil und Nick sind dieselbe Person. Außer bei den Playoffs. Was ist da passiert? Das stimmt. Außer Playoffs. War Phil viel besser, das heißt, es war beides Nick. Schön mit dem 10er Turnip geedgeguardet. Sehr, sehr nice. Der Sniper Philipp geht einen kompletten Stock in Führung. Shout out to Nick. Zahlt sich für ihn aus. It's Norway. Norway is free. That asshole. So, man muss sagen zu Mr. Twitchy Nose. Sein Movement sieht wirklich sehr schön aus. Aber er trifft keine Attacken, ne? Vielleicht fehlt es da irgendwie ein bisschen an Matchup-Erfahrung. Und schöne Tipper Forward Special, wir sind wieder even. Philipp sieht viel angespannter aus als am Anfang, als er sehr viel gelächelt hat. Ich nehme an, Twitchen aus muss sich vielleicht ein bisschen drauf einstellen. Vielleicht kennt ihr auch nur Leute mit... Zero to Death! Sehr verehrte Damen und oh mein Gott! Was für ein Edgeguard von Phil! Das ist ja wohl ein scheiß Witz, was hier vor sich geht. Wir sind so even und die beiden ficken sich richtig den Kopf ineinander, Alter. Das kann ja wohl nicht wahr sein! Was ich sagen wollte, Twitchenos, muss ich auf jeden Fall noch auf den Stil von KP einstellen, der alles andere als perfekt ist. Und. Oh mein Gott, was für ein Powertrick! Aber. So unperfekt! Oh mein Gott! Oh! Oh mein Gott! Er fängt langsam an zu adetten, auf KP hier. Ja, das stimmt, das stimmt. Oh, schöne Nüte, oder? Philipp muss die Dash Attack retten, Abasi. Philipp verlässt sich jetzt nur noch auf die Dash Attacks. Und oh mein Gott! Oh mein Gott! Was für eine schöne Recovery! Oh Philipp wieder Center Stage, aber wird mit der Up-Tilt Offstage gehauen. Und er hat vergessen, dass er keinen Sprung mehr hat und das erste Match geht an den. Oh, aber was für ein schönes Match! Den Ausländer. Der klaut Philipp wahrscheinlich auch noch seinen Job heute. Also. Typenideen. Können wir nicht besonders gut leiden. Wirklich in eins. Ja, und als Counterpick von KP sehen wir Battlefield. Ich schätze mal, dass Dreamland gebannt wurde. Was mit dem D? Das nimmst du nicht gegen Marv. Alter, du kannst halt gegen Marv nirgendwo landen. Und darum ist dein Marv free. Ja, weil dein Marv free ist, weißt du das nicht, Dusan. Oh mein Gott, was für eine schöne Powerdrill! Das erste Edgeguard geht direkt mit Phil! Sehr nice! Oh, schöne Kopfhörer! Okay, wir müssen noch vielleicht anders positionen, dann können wir damit aber landen, aber ist ja auch nicht so schlimm, er landet hier gerade. Und wir schalten einen Gang wieder runter. Wir schalten wieder einen ganz gehörigen Gang runter, denn es wird langsam langweilig in diesem Match. Wir haben im letzten Match sehr, sehr schöne Kombos beiderseits gesehen, das wundert mich natürlich seitens Philipp enorm. Auf jeden Fall, ja. Aber er arbeitet ja an seiner Peach und Chi. Er hat schöne Double Back Aerial Edge Guarding Scheiße gemacht letztes Match. Das war richtig schön. Das stimmt auf jeden Fall. Aber Twitchy Nose. Oh. Sehr schöner Edge Shock. Sehr gut gemacht. Philipp hat sich selbst gesagt, das ist in Ordnung. Ich gewinne jetzt. Und dann hoffen wir doch, dass er recht behält, ne? Schöne Dash Attack zum Runterdrücken und dann. Er rettet ihn nicht! Sondern tötet ihn auf sehr, sehr stylische Art und Weise. Hat die AB dort nicht richtig positioniert, er hätte rankommen können. So schöne Combo Break Neutral Aerial davon, Philipp. Mein Gott! Philipp weiß, wie man Prozente macht. Aber sehr, sehr gut gesehen auch von KP, dass er weder Sprung noch. Und
Twitchy Nose wird gebattlefieldet. Sehr ärgerlich. Der Ausmächter von Will kann die Prozent auf jeden Fall holen. Twitchy Nose jetzt vielleicht am Adapten auf die Dash Attacks, die Twitchy Nose in Berlin? Treffen. Er ist jetzt auf Berlin gezogen. Craig Johnson. Oh, das war ein sehr, sehr schöner von Twitchy Nose hier. Gar nicht gesehen. Doch, er hat ihn schon. Oh, schöne Nähe, aber auch von Philipp wieder. Kommt da aus der Power der raus. Aber das Wett ist auf jeden Fall noch nicht gegessen. Das ist noch nicht vorbei, Mann. Twitchy Nose will das haben. Oh, schöne Turn of Back Area hier von Phil. Oh, schöne Air Dodge, konnte Philipp nichts machen. Hätte vielleicht reagieren können, aber war zu langsam. Oh, schöne Forward Smash, noch eine Forward Smash. Philipp lässt sich über den Forward Smash catchen, das ist gar nicht mehr feierlich. Schöner Uptilt von Twitchy Nose. Das Movement sitzt auf jeden Fall. Also ja, definitiv. Ich bin gerade ein bisschen abgefuckt, weil ich nicht sagen. Schöne Wecker zurückgezogen. Und das wollte ist die Downsmash treffen, aber er hat nicht gemerkt, dass er L-Canceln hätte müssen dann. Weil es keine Float-Canceln-Back-Area war, mit der er da gelandet ist. Schöne Power-Area! Oh Gott, das könnte sein. Nein! Er zieht noch ein Turnip, anstatt die Back-Air zu versuchen. Ja. Und damit müssen eigentlich schon fertig sein. Oh, die Down Smash! Wer kann denn mit sowas rechnen? Ja, KP 666 jedenfalls nicht. Die Reverse Forward Area. Da hat Twitchy noch versucht rauszuspringen aus seinem Schild. Und hat nicht mit der Fair gerechnet. Da wollte Philipp viel zu viel, aber hat ihm dann doch nicht den Arsch gekostet. Oh. Philipp wollte den Dash Deck versuchen, hat sich ein bisschen verdrückt. Da trifft sie. Wieder ein Mr. Saturn. Und Forward Throw, sehen wir den Forward. Er würde Mr. Saturn die ein. Was? Wie großartig von Twitchy Nose hier. Ich wusste es, das war richtig, richtig schön. Aber was ist das Sniper? Und es steht 1-1. Philipp mit einem soliden Two-Stock hier. Sehr schöne Geschichte bislang. Philipp umarmt seine Bitches. Was soll das sonst machen? Philipp mit dem Camouflage-Wintermützchen. Was hältst du von dem Outfit der beiden Spieler? Da muss ich doch sagen, das Matchup spricht definitiv für Twitchy Nose. Meinst du? Also das Hemd so, das ich auf jeden Fall schon halt, ne? Ich hasse das so. Findest du gar nicht gut? Nee, gar nicht. Dann finde ich dich nicht gut. Das ist gar nicht, gar nicht. Aber bin ich auch kein Sahneboy. Ich bin kein echter Sahneboy. Richtig peinlich, peinlich. Digga. Peinlich, Digga. Man merkt, Dusan hat sich schon einiges ja von uns abgeguckt. Ja. So muss das auch sein. Und was wir jetzt sehen werden, werde ich wahrscheinlich leider nicht sehen, weil ich muss auf Klo und ich übergebe das Mikrofon an Usleon. No! So, Usleon, erzähl doch mal was über dich. Warum bist du hier? Weil ich Bock hab zu gewinnen und alle zu ficken. Ah, okay. In dem Popo mit Geschlechtskrankheiten? Genau. Cool. Die habe ich mir ja schon geholt, ne? Jetzt es wird übrigens immer wärmer im Meltdown und je weniger Winter draußen ist, ne? Es nervt mich tierisch. Das Wetter ist auch unglaublich. 10 Grad oder so heute. Ja, Sonne und so. Februar, was soll denn Müll? Pokémon Stadium von Philipp nicht gewandt. Ich schätze mal, Philipp wird Yoshi Story gewandt haben. Ja, vermutlich mal auch, ne? Ja. Da muss er aufpassen. Pokémon Stadium. Schöner Tipper, der. Pokémon Stadium bedeutet halt, dass Peach relativ schnell stirbt, weil der die Blast Zones sehr, genau, sehr niedrig sind von der Stage. Ich muss auch sagen, mir gefällt das Moment von Twitch aus sehr gut, ne? Er kann dieses Standard gegen Peach Combos ziemlich cool, Double Fair und Space Air Smash. Mir scheint es nur, dass er abgesehen davon relativ wenig in der Hinterhand hat, weißt du? Ja. Er lässt sich sehr, sehr schnell aus seinem Spielfluss rausreißen von Phil. Oh mein Gott, was für eine Forward Smash, Philipp, mit der DI des Jahrhunderts. So, wer bist du denn? Für wen ich bin? Ja, richtig. Selbstverständlich für Philipp, den Lokalmatador. Genau, Lokalmatador. Ohne Philipp wären wir überhaupt nicht hier, dementsprechend bin ich natürlich richtig, hier. Was? Schöne Dash-Attack von Philipp mit dem schönen Dash-Attack. Was einfach mehr aus, als Smash und ein Bier zu trinken nebenbei? Nichts, gar nichts. Und das hat auch Philipp begriffen. Wenn er dann jetzt noch gewinnen könnte gegen Twitchy Nose, der offensichtlich einen Random-Seed bekommen hat, sonst würde er ja nicht so früh gegen Philipp müssen. Ja, das ist immer ein bisschen schwer mit dem Seeding, hä? Ja. Aber anscheinend haben wir heute ziemlich viele Newcomers hier. Okay, wer ist der Franzose? Twitchy Nose ist der Franzose und verliert den ersten Block, weil er in die Grube gehen wollte wie ein Franzose. Jetzt wahrscheinlich wieder abwarten. Ja, diese Transformation wird ausgekämpft, vor allem seit Twitchy Nose, der jetzt nicht reingehen wird, weil er weiß, das hat ihn gerade den Arsch gekostet. Und aber von diesem Punkt kann er nur verlieren. Bill hat einfach keine Geduld.
Philipp. Der hat kein Genüll und es stirbt es eben. Es kommt ihm teuer zu stehen. Und jetzt kommt Luma wieder und ich übergebe natürlich den Mikrofon an ihn, weil ich keinen Bock habe zu kommentieren. Eine gute Einstellung, du sagst. Ich glaube, der war halt du seit Handy. Und mal gucken, ob ich das. Verdammt! Aber war schon die richtige Richtung, oder? Das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache auf Pokémon Stadium. Wenn man auf der Plattform landet, kann man mit der Forward Smash von unten treffen. Und wenn man dann nicht tankt, dann hat er halt immer eine sehr, sehr gute Tank-Chase-Möglichkeit. Weil er sehr, sehr präzise darauf reagieren kann, wohin man denn rollt oder ob man rollt oder nicht. Und ja, da ist die Forward Smash relativ safe und die trifft so gut wie immer Tipper da. Dementsprechend relativ schwierig, wenn Philipp auf den Plattformen landet, könnte es gut sein, dass er sehr, sehr schnell am Arsch ist. Die ist echt super, die Smash-Doku. Also für die Leute im Stream, wer sich die Smash-Doku noch nicht angeguckt haben sollte, geht auf youtube.com/eastpointpictures. Ich scheiß drauf! Perfect Shadow scheißt auf die Smash-Do. Ich hab eine klassische Smash-Geschichte. Oh, der Shield-Step mit der Forward Aerial. Und es bleibt even. Ja, ohne Scheiß, Liver hat recht. Man sollte lieber ein Video über die Brawl-Historie machen. Die 20 Minuten. Ja, ohne Scheiß. Das wäre so ein richtig schönes 3-Minuten-Video von so einem klassischen YouTuber, der täglich uploadet. Egal, zurück zum Match. KP konnte in dem Stock sehr viele Prozente schon racken. Ja, das stimmt. Aber er lässt sich auch sehr, sehr schnell von den sehr, sehr leicht und undieid treffenden Kombos von Twitchy Nose catchen. Dementsprechend ist es da sehr, sehr schnell wieder even. Selbst wenn Philipp Prozente rackt, Twitchy Nose braucht im Prinzip 5 Sekunden, um auf den gleichen Prozentstand zu kommen. Und wir sehen ein böses. Oh, sehr schönes Movement von. Oh mein Gott! Philipp hat Gott sei Dank auch dran gedacht, dass er Sprung hat. Twitchy Nose hat nicht geedged gerade da. Hätte dann doch lieber die Downtilt nehmen sollen. Schöne Forward Smash, leider kein Tipper. Aber wieder auch prozentemäßig ziemlich even. Ja. Eine Forward Smash, ein Forward Throw und der Stock könnte vorbei sein für beide. Vielleicht aber auch eine Back Aerial beiderseits. Schöne Dashtag und der Stock ist fast flöten gegangen von der Dashtag. Das ist unglaublich. Oh mein Gott, wie schön! Sehr schöne Idee mit der Näher, aber Twitch noch drauf reagiert und Air Dodge. Schön Air Dodge, ja. Und Philipp geht jetzt wieder in den klassischen Philipp-Modus, nur noch Turnips schmeißen, denn die treffen immer. Oh, schön, dass die durch rausgeht, aber da kommt die Orbe. Sehr nice. Schon. Philipp ist womöglich auf seinem letzten Stock. Und wir sind wieder even. Beide auf ihrem letzten Stock im Winner Bracket, das steht fest. Heilig, oh mein Gott, da trifft die Down Smash. Oh, Philipp, oh, schöner Grab, schöner Grab dahinterher. Schöne Neutral Aerial, hätte vielleicht mit einer Up Aerial und dann noch eine Neutral Aerial mehr Prozente machen können, aber Philipp sammelt gerade Prozente wie ein Bastard und sollte sich aus der Ecke, von der Ecke wegbegeben, denn wenn er gegeben wird, ist es vorbei. Da trifft das erste Turn, das zweite, da ist die Nähe und das und vorbei. Holt sich das mein Set, Gott. 2 zu 1. Was für ein gutes und Philipp, Set. Philipp hebt die Faust wie ein Mann. Das gefällt mir sehr gut, was ich da gerade gesehen habe. Es gefällt mir so gut, dass ich jetzt raus.